Weiter geht's heute mit Assassin's Creed Black Flag. Wir machen heute das vor. Warte. Wo müssen wir denn da hin? Da hinten doch, ist richtig. Leg die Hauptsegel in den Wind! Eissegel an die Schurken! Sag mal, ich kurz gucken, dass wir da jetzt ein bisschen aus der Nummer rauskommen. Bereit zum Feuern, Captain! Feuer! Ja! Ja! Backbord, Captain! Wasserteufel! Ja! Wir nähern uns den Felsen! Macht euch bereit! Das ist toll, das ist eine super tolle Idee! Feuer! Ein Treffer und wir liegen bei Davy, Captain! Scheiße, das war natürlich super super nicht sowas von nicht beabsichtigt. Weißt du, warum ich heute schwitze? Ob ich jetzt gerade das Schiff nicht habe rausnehmen können? Also gut, ich hätte rückwärts fahren können, wie auch immer. Na, das hat sich ja toll gelohnt. Lautet unser Kurs heute, Captain. Ist ein schöner Tag für allerlei Unsinn. Sagt dein Bauch? Ich würde mit Freuden die Briten zurechtstutzen, wenn wir an ihr Gold kämen, um es für uns selbst. Habe ich keine Dings mehr? Keine Mörser? Ein glücklicher Mann. Gesprochen wie ein Waliser, Ade. Und was willst du? Master Kid sprach von einer Krise, die er mir unten in Tulum zeigen wollte. Bin nicht weit weg, Leute. Unterhalb in Tulum. Kannst du mir den vertrauen? Bin mir nicht sicher. Ich habe eine Ahnung, dass du dieses Ding durchschaut. Solange wir auf dem Weg ein paar Prisen einbringen, wird die Crew es schon verstehen. Ich setze Kurs auf Tulum. So, ich kurz mal raus aus der Nummer. Ist natürlich total toll, dass jetzt auch unbedingt links dazu kommt. Das ist eh geskriptet. Ja. Jetzt mal wieder ran an die Nummer. Klar, wir müssen jetzt keinen Moment mal beidrehen. So, ich würde jetzt mal gerne eigentlich den Sturm abwarten, wenn das so wie möglich ist. Feuer! Da werden wir wahrscheinlich nicht rankommen. Daneben! Verdammt! Erwarten Befehle, Captain! Alle Mann auf Posten! Wir nähern uns einem Tor, Captain! Ich weiß, das war ja auch der Plan dahinter! Am Ziel vorbei! Kanone bereit! Dieser scheiß Sturm gibt mir auf den Senkel gerade. Nicht gut genug! Ich kann natürlich durch den Sturm nichts machen. Feuer! Ja, ein gut platzierter Schuss! Feuer! Ja, Schüsse und wir sind entkommenlos! Die können uns sehen! Feuer! Nein! Ja! Gino, Captain, die See erhebt sich! Feuer! Na, ein guter Treffer könnte sie lahmlegen! Feuer! Feuer! Ja! Der Turm ist weg. Auf dein Zeichen, Captain! Feuer! Feuer! Ihre Schwachstelle ist ungeschützt! Schießt! Feuer! Die See ist uns da geraten.
So. So, jetzt hängen wir noch einen hinterher. So, die Nummer ist schon mal gegessen. Ich versuche das jetzt hier irgendwie als... Sind bereit, Sir! Feuer! Nach ein gut platzierter Schuss! Das Ding ist hier gegessen. Sie Feuer! Bereit machen für Aufschlag! Wir brauchen Zeit und einen sicheren Ankerplatz für die Reparaturen! Die schießen auf uns! Weiß ich! So, der Turm ist weg. Jetzt wird auch die kleine Nummer hier. So, jetzt gehen wir mal da. Jetzt fahren wir da ran und holen uns das Ding. Wollen natürlich das Vor auch noch mit hochnehmen. Treff die Trab- und Bramsegel! Weil die Verteidigung haben sie ja eh nicht. So, dann. So, dann würde ich das Ding einmal kurz infiltrieren noch schnell. Und dann gehört es mir. So, wie wir es ja schon mal gemacht haben, ne? So, die holen wir jetzt. So, hier ist Geschichte. Es gibt insgesamt wohl drei, ja? So, wollen wir mal das Spielchen mit der Rauchbombe? Ich warte kurz, bis ich einen kleinen Moment geladen bin. So, dann sehen wir uns mal das ganze Ding hier ein bisschen an. Dann haben wir zumindest das Ziel. So, dann gehen wir mal da kurz da hoch und holen uns Nummer 2. Ja, komm mal her jetzt hier. Das ist doch gar nicht mitgeschnitten, dass wir da sind, ne? Sehr schön. Nummer 2 haben wir. Jetzt fehlt noch einer. Jawohl. Und dann gehört das Ding uns. So, Kriegsraum, wa?
So, die Jungs, die haben sich schon längst ergeben. Das Thema ist gegessen. Wir machen jetzt kurz den Kriegsraum und dann haben wir den Typen und dann haben wir das nächste vor. Auf da unserer Seite. Oh, tschüss. Sehr schön. Haben wir doch. Das zweite Fort geht jetzt mittlerweile in unsere Hand. Und damit gehört uns der Teil auch. Nämlich Kontoya. Das nächste möchte ich gerne hier noch machen. Um dann quasi mehr oder weniger... Gut, das ist ein Elite-Schiff hier vorne. Glaube ich, oder? Ein legendäres, ja. Hier oben ist noch ein legendäres. Ja, wie gesagt, da sind noch so viele Sachen zu tun. Da ist noch ein Hai, den wir machen könnten. Oder Haie. Gut, wie gesagt, der Vorteil ist, dass wir hier die Mission haben. Da müssten wir sowieso hin in die Richtung. Ich würde fast nämlich sagen, wir nehmen erstmal... Der Chinchorro ist noch zu viel. Das sagt er, ist schwer. Das sagt er uns, ist schwer. Ich würde aber sonst am liebsten Castillo de Jaguar machen. Und dann pack dann Cobo de Cruz. Dann haben wir die zumindest auch weg. Also erstmal die mittleren Dinger. Hier ist noch ein mittleres und da ist noch ein schwer. Wir haben jetzt insgesamt drei Chinchorro. Haben wir drei schwere noch? Drei schwere? Ja, genau. Nämlich Serranila, Charlotte und Chinchorro. Alles andere ist meines Wissens mittel. Dann haben wir jetzt mittlerweile drei Forts, vier Forts auf unserer Seite. So, das nächste würde ich sagen, wenn wir dann dürfen, geht dann an, ja, ich würde sagen, machen wir es in der nächsten Folge, machen wir es in der nächsten Folge. Wir sehen uns dann wieder und dann geht es dann zweite. Aber wir fahren mal hin. Es sind noch ein paar Assassinen-Aufträge, ich will aber erstmal die Dinger erobern. Bevor wir die Step-by-Step, bevor wir die machen. So, schnell. So, warte mal. Kann ich das Schiff... Was habe ich denn hier noch für Upgrades überhaupt, die ich noch machen kann? So, Rejector Upgrades. Natürlich braucht man dafür Material in erster Linie mal. Stärke der Rumpfkugeln. Ich kann ja für 12.000 massive Schäden machen. Kugeln, Mörser... Stärke der Drehpassen. Elite-Version der schweren Kugel. Den Plan dafür. Okay. Aus dem Ejector. Schadenssegel. Wieder. Ich. Wieder Galionsfigur. Schadenssegel. Ja, so Dinge brauche ich jetzt erstmal nicht. Das ist jetzt... Warte mal, ich kann mal gucken, ob ich was verkaufen kann. Fällt mir gerade ein. Fracht verkaufen. Alles verkaufen. 2000 Real, warum nicht? 780 Real. Lassen wir erstmal. Ne, lassen wir die Dinge mal, lassen wir jetzt erstmal. Kauf, kann ich Dinge kaufen? Ne, kann ich nicht. Okay. Ich muss ja nicht alles verticken. So, haben wir noch irgendwas, was ich hier machen muss? So, Händler. Ja, die Dinger sind natürlich... Ah, hinten noch öffnet das Käfig, ja, mit den, gut, die 5 Temperschlüssel. Die kriegen wir ja irgendwann noch. Die sieht dann quasi so aus. Gut.
Haben wir eine schöne neue Rüstung. Und so, in der nächsten Folge werde ich sagen, wenn möglich, das vor. Dass wir die irgendwann vielleicht auch mal haben. Captain steuert! Los, Segel, los geht's! Ich werde jetzt auch nicht mehr wirklich die ganzen Dinge erobern. Das wird dann einfach viel zu viel Arbeit werden. Ich werde die wichtigsten Sachen erobern. Und schon sind wir aus dem Thema mit dem Sperrgebiet nämlich raus. Da das ganze Ding jetzt mittlerweile uns ja gehört. Ich darf. Ich will hier kurz das Ding mitnehmen. Ich will ja gerne eigentlich alle Force irgendwann haben, weil die schweren Dinger, die werden schwierig werden. Dafür glaube ich, haben wir die Level noch nicht. Ich werde auch nicht mehr so viel machen heute. Also wir machen doch das vor und dann ist Feierabend für heute. Insgesamt. Keine Sorge, die lassen wir gerade ein bisschen in Ruhe. Oh, ich hätte eine. Ich hätte vielleicht mal mein Schiff reparieren sollen, fällt mir gerade auf. Ist immer super, wenn ich die Dinger nicht erobere. Ne, das fällt mir gerade ein. Das ist das vor hier, ne? Was ich hier oben hab. Scheiße. Ne, das war was anderes. Ach, die bewachen irgendwas anderes, okay. Die Schiffe hier. Warte mal, ich muss jetzt irgendwas machen. Ich muss das Schiff reparieren. Bevor ich jetzt zu dem vorfahre, muss ich das Schiff reparieren. Ich reise mal kurz nach Havanna zurück. Weil ich brauche mit dem Schiff, was quasi nur die Drittel der Verteidigungskraft hat, nicht Richtung vorzugehen. So, ab nach Havanna. Zum Hafen. Zum Hafenmeister. Hier waren wir schon lange nicht mehr. Wir waren ganz am Anfang erst. So, ich möchte kurz das Schiff reparieren, mein Freund. Mehr wollte ich eigentlich nicht tun. Tschüss, bin schon wieder weg. Wir lassen die Leute auch gerade so ein bisschen in Ruhe. Wofür auch. Wir haben jetzt wieder eine Mission offen, oder was? Lautet unser Kurs heute, Captain. Ist ein schöner Tag für allerlei Unsinn. Was sagt dein Bauch? Gar nichts. Ich würde mit Freuden die Briten zurechtstutzen. Wenn wir an ihr Gold kämen, um es für uns selbst zu nutzen, wäre ich ein glücklicher Mann. Wir sprachen wie ein Waliser, Ade. Und was willst du? Master Kidd sprach von einer Prise, die er mir unten in Tulum zeigen wollte. Ziemlich weit weg, leider. Auf der Halbinsel Yucatan. Kannst du ihm denn vertrauen? Ich bin mir nicht sicher. Aber er hat eine Art, mir ins Gewissen zu reden, dass es mich schaudert. Ich sollte ihn treffen. Bald. Solange wir auf den Weg ein paar Prisen einbringen, wird die Crew es schon verstehen. Ich setze Kurs auf Tulum. Das machen wir aber nicht jetzt. Jetzt will ich dieses eine Fort noch haben. Was ist da was? Eine Kiste? Ja, oder was? Nächste. Ist ein bisschen. Ja, könnte klappen. Ich habe mich gerade ein bisschen aus der Nummer hier raus. Ich will da nämlich durch.
Alles, was wir irgendwie jetzt gerade ein bisschen... Wo muss ich denn da hin? Warte mal. Ich bin da... Ernsthaft, ich muss da einmal komplett rum, oder was? Was ist das denn? Ah ja, stimmt tatsächlich. Ich muss da echt rum. Nee, wir machen es anders. Wir rüpfen hier rüber. Und dann gehen wir dahin. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Ihr kennt das mittlerweile bei mir. Also, bis dann. Tschüssi.